Jo Leute, und willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr es im Titel schon lesen könnt, die 45. Folge des neuen Formats Movie Talk. Und heute, Freunde, geht es um Lethal Weapon 5. Ja, die Fortsetzung mit Mel Gibson kommt wirklich. Ja, Lethal Weapon 5 soll kommen, Freunde. Lethal Weapon Fans haben Grund zur Freude. Produzent Dan Lin verrät, dass in Teil 5 gearbeitet wird, für den sowohl Richard Donner als auch Mel Gibson und Danny Glover zurückkehren sollen. Auch wenn der letzte Lethal Weapon Film mittlerweile über 20 Jahre zurückliegt, sind Mel Gibson und Danny Glover offenbar immer noch nicht zu alt für den Scheiß. In ihren Paraderollen als ungleiches, sich ständig zankendes Polizistenduo Martin Riggs und Roger Murtaugh sollen die beiden Hauptdarsteller ein letztes Mal für Lethal Weapon 5 zurückkehren. Die neue Info rund um die Entwicklung von Lethal Weapon 5 stammt von Produzent Dan Lin, der laut Joblo kürzlich bei einem Produzenten-Roundtable des Hollywood Reporter verriet: Wir versuchen, den letzten Lethal Weapon Film zu machen. Und Dick Richard Donner kommt zurück. Und der Originalcast kommt zurück. Es ist einfach fantastisch. Die Geschichte ist eine sehr persönliche. Mel und Danny sind schon bereit. Jetzt geht es nur um das Drehbuch. Damit bestätigt Dan Lin nicht nur die Rückkehr der beiden Hauptdarsteller, sondern auch die Rückkehr von Lethal Weapon Stammregisseur Richard Donner. Auch wenn der Weg für die Umsetzung aufgrund des fehlenden Drehbuchs noch nicht ganz frei ist, erstaunt die Meldung schon ein wenig. Nicht nur Mel Gibson und Danny Glover sind mit 64 und 73 Jahren nicht mehr gerade die Jüngsten. Auch Richard Donner wird in diesem Jahr stolze 90 Jahre alt und hat seit 16 Blocks von 2006 keinen Film mehr gedreht. Schon 2017 wurde erstmals das Gerücht zu Plänen eines weiteren Lethal Weapon Films laut. Auch damals hieß es bereits, dass das Trio aus Richard Donner, Mel Gibson und Danny Glover zurückkehren soll. Auf andere Weise wiederbelebt wurde das Franchise zuletzt 2016 mit einer Lethal Weapon Serie, die es auf insgesamt 3 Staffeln gebracht hat. Wann Lethal Weapon 5 dann erscheinen soll, steht zu diesem frühen Zeitpunkt der geplanten Produktion noch nicht fest. Allzu viel Zeit sollten sich die Verantwortlichen und das Studio aufgrund des hohen Alters der wichtigsten Beteiligten aber nicht mehr lassen. Ja, Freunde, Frage an euch. Wollt ihr Lethal Weapon 5 von Richard Donner mit Mel Gibson und Danny Glover sehen? Das könnt ihr mal in den Kommentaren beantworten, die Frage, ob ihr den fünften Teil sehen wollt. So, Freunde, dann würde ich sagen, das war's mit der neuen Movie Talk Folge. Wenn euch die neue Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Genauso wie ein Abo, das könnt ihr hier machen. Und hier oben, Freunde, gelangte zu der letzten Folge. Das war zu Conjuring 3. Da ist der neue Titel bekannt. Und der verspricht entsetzlichen Fall für die Warrens, Freunde. Falls ihr wissen wollt, wie der Titel für The Conjuring 3 lautet, dann gelangt hier oben zum Video, Freunde. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, hören wir uns dann zum nächsten Video wieder. Haut rein, Zockerboy, Game over. Ciao.